Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hier ist der Telestammtisch, hier ist Folge 86. Wahnsinn, wir gehen ganz hart auf die 100 zu. Freunde, heute gibt es drei neue Filmbesprechungen. Wir fangen an mit Infection. Für alle, die das Wort Infizierte noch hören können und einen Horrorstreifen aus Venezuela sehen wollen, die können sich fragen, ob Infection was für sie ist. Thilo und Patrick helfen euch dabei in ihrer Besprechung. Danach folgt eine Dokumentation über Malaria. Wieder eine Krankheit, schwieriges Thema im Moment, ich weiß, aber bei unseren Redakteuren Eva, Pete und Steven ist diese Dokumentation sehr gut angekommen. Zum Schluss voll auf die Nüsse. Ein Klassiker des absurden Witzes, vollgepackt mit Stars und ach, ist einfach schön albern. Sam und Sven werden euch den Film mal näher bringen, der aktuell auf Streamingdiensten zu finden ist. Schöner Sonntag, dann haben wir das Quatsch, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Wir werden auch nicht müde, euch darauf hinzuweisen, dass wir ein Podcast sind, bei dem man mitmachen kann. Also meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt oder wenn ihr uns unterstützen wollt, geht mal in die Shownotes, da sind ein paar Links, wo ihr uns finanziell ein ausgeben könnt. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Haut rein. Hallo liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Zuhörer, hier ist Thilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um den Film Infection. Ja, passt irgendwie zu dieser komischen Zeit, der Titel, und ja, wie sich manche vielleicht auch denken können, es geht auch um eine Infektion, um einen Virus, allerdings jetzt nicht wie Corona, sondern wie, ja, man ihn kennt zum Beispiel aus 28 Days Later, wo die Infizierten sich dann in blutrünstige, tollwütige Leute verwandeln. Der Film ist aus Venezuela und Mexiko und ist schon ein bisschen älter, nämlich quasi für die Prä-Corona-Zeit. Er ist nämlich von 2019, keine Ahnung, ob die das später dann auch noch so gemacht hätten. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Patrick. Grüß dich. Hi. Kannst du uns noch ein bisschen über den Film sagen, die Eckdaten ein bisschen erklären und worum es denn so im Groben und Ganzen geht? Also der Film wurde von Flavio Pedotta gedreht. Der hat eine FSK von, der ist ab 16, geht knapp 100 Minuten und der ist bei diversen Streaming-Anbietern für einen kleinen Aufpreis zu streamen oder eben auch auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie er es denn haben will. So ist es. Und der Film könnte halt aktueller nicht sein, deswegen vermute ich, wurde der mal verschoben, weil man dachte, das ist jetzt um die Corona-Zeit vielleicht doch ein bisschen zu geschmacklos. Mhm. Es geht darum, dass so eine Art Tollwut sich in Venezuela ausbreitet und ein Arzt verliert in diesem Chaos seinen Sohn und muss... Also er verliert ihn aus den Augen. Er verliert ihn aus den Augen, während er noch nebenbei nach einem Heilmittel forscht, und nach muss er ihn halt eben durch das Chaos, das entsteht, irgendwie wiederfinden. Und dabei merkt man auch, dass das Militär untereinander ein bisschen überfordert ist und der Kampf ums Überleben beginnt eben. Genau, so... bekannt, so unoriginell, möchte ich mal sagen. Patrick, wie hat dir der Film gefallen? Ich fand, gerade durch das Hintergrundwissen hatte der nochmal eine andere Wucht, weil jetzt hättest du das mir 2018 gebracht. Ich hätte gesagt, ja toll, es ist ein Zombie-Film, wo noch nicht mal Köpfe explodieren. Relativ unoriginell, aber wenn man weiß, dass die in Venezuela gedreht haben und das mit einem Polizeiaufgebot, während sich nebenbei dann das Zika-Virus in Südamerika gebildet hat und das das Ganze nochmal erschwert hat und die wirklich zwischen 60 Lokalitäten wechseln mussten, dann wirkt der Film dann doch anders. Ja, man muss ja dazu auch sagen, Venezuela ist jetzt nicht so der stabilste Staat. Ja, also nein, das ist ja eigentlich schon sehr interessant, dass die es trotzdem geschafft haben, diesen Film zu drehen, der ja, ich sag mal, handwerklich gar nicht mal so schlecht aussieht. Nein, ich habe diverse Zombie-Filme gesehen, die sahen wirklich von der billigeren Sorte aus. Der war von der Optik her grundsolide. Er hatte sowas grobkörniges, aber das hat auch zur Atmosphäre beigetragen. Ist alles sehr sonnendurchflutet auch, also wenn sie in den Städten so sind. Ja, so ein bisschen hat es mich von der Optik an The Dead erinnert. Da hat sie ja auch auf einer sonnigen Insel gespielt. Nur ist der jetzt nicht ganz so minimalistisch. Also für so einen kleinen Film
sieht der schon sehr wertig aus, würde ich sagen. Aber wo du jetzt The Dead angesprochen hast, jetzt muss man ja auch wieder sagen, es ist streng genommen ja kein Zombie-Film, es ist einer dieser infizierten Filme, mit Anführungszeichen, die es ja seit 28 Days Later gibt. Die Infizierten werden eben nicht zu Zombies, sondern eben zu tollwütigen, rasenden Bestien, die andere Leute beißen und die dann auch infizieren und sie in Sekundenschnelle auch in ihre Reihen dann holen, was man jetzt inzwischen eben, wie gesagt, durch 28 Days Later, Train to Busan und so weiter zur Genüge kennt. Also es ist eins von diesen Filmen und bei The Dead waren es ja die klassischen schlurfenden, langsamen Zombies. Ich würde sogar sagen, das ist hier die geerdete Version von 28 Days Later, wenn man es so will. Was meinst du mit geerdet? Hier ist bei weitem nicht so viel Gesplatter. Die Action bleibt, meistens begrenzt sich die Action darauf, vor etwas wegzurennen. Ja, also das Grundthema, wie gesagt, nichts Neues. Es sind auch so wahnsinnig viele Elemente drin, die man halt jetzt tatsächlich schon 100-mal gesehen hat. Es sind halt die ausgebrannten Autowracks, es sind die überrannten Militäranlagen, es sind die fiesen Typen auf der Straße, es sind die kurzzeitigen Weglaufsequenzen vor den Bestien, das sich verstecken. Alles irgendwie schon mal gesehen. Das Einzige, was wirklich originell an dem Film war, ist, dass er eben aus Venezuela kam und man es da so noch nie gesehen hat. Und ich schätze mal, dieses Endzeit-Szenario-Feeling, das kriegen sie ganz gut rüber. Es ist nur so ein bisschen sehr schnell alles gegangen, so innerhalb von wenigen Stunden liegt das ganze Land in Schutt und Asche. Aber sie hatten da, glaube ich, gar nicht viel bauen müssen vom Set-Design her, sondern da sieht es halt wirklich so aus, stellenweise. Das muss man dazu ja sagen. Ich würde sagen, das Hektische ist halt auch wirklich den Umständen des Filmes geschuldet, dass sie von einer Location zur nächsten hetzen konnte und jeder, der mal gedreht hat, weiß, wie das ist mit Drehgenehmigungen und so. Du kriegst ja schon Ärger, wenn du eine Drohnenaufnahme ohne Genehmigung filmst. Dieser Film wurde direkt in der Regierung verboten, was denen das Drehen nochmal erschwert haben dürfte. Oh, okay, das wusste ich gar nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, ja, stimmt, man kann das durchaus als eine gewisse Parabel über die politischen Zustände im Land betrachten. Allerdings natürlich rein oberflächlich ist es ein ziemlich generischer Schema-F-Horrorfilm mit eben vielen Elementen, die wir so schon kennen. Deswegen muss es aber nicht unbedingt ein schlechter Film sein. Nee, das ist nicht unbedingt schlecht. Und ich sag dafür, für die Umstände, die da geherrscht haben, ist das ein Wunder, dass dieser Film existiert und dass er so grundsolide geworden ist. Das sehe ich auch so. Ich habe nur immer so ein bisschen das Problem damit, dass ein Film als einziges Alleinstellungsmerkmal hat, dass es aus einem exotischen Land kommt, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man sowas her noch nie gesehen hat. Den Film deshalb irgendwie, ja, als was Besonderes darzustellen, weil im Grunde, wenn man den Film jetzt einfach als Film sieht, mit der Handlung, die man eben schon irgendwie so kennt, dann ist es jetzt wirklich nicht neu. Ich sag mal, als großer Zombie-Fan und von mir aus auch infizierten Filme-Fan, fand ich den jetzt eigentlich schon unterhaltsam. Stellenweise echt auch schon spannend. Die Infizierten schauen auch richtig gruselig aus. Und wenn sie da in diesem verlassenen Hotel herumschleichen müssen und wegrennen und Türen zuhauen, dann ist das schon gut gemacht und bringt schon den Blutdruck ein bisschen hoch. Ja, das ist es eben. Das wäre so ein Beitrag eigentlich gewesen, den hätte ich am Fantasy-Filmfest mitgesnackt. Absolut. So ist es halt, ja. Kann man schon machen. Wie gesagt, als Genre-Fan durchaus einen Blick wert, auch weil die Kulisse einfach mal was anderes ist und der Film einfach handwerklich echt solide ist. Allerdings, kleiner Wermutstropfen oder vielleicht sogar großer, wir haben es ja in der deutschen Synchro gesehen und die ist eher so mäh, sag ich mal. Das erinnerte mich teilweise an diese Synchros dieser 70er Jahre italienischen Horrorfilme. Das ist teilweise echt cringe-worthy, wenn dann ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung lag oder einfach, weil es so geschrieben war. Das lag nicht an der Übersetzung. Das lag halt echt auch so ein bisschen an der monotonen Sprechweise. In der deutschen Synchro hat dich die Intensität nicht ganz so gepackt. Ja, auch das. Weil die Leute so ein bisschen gelangweilt waren. Ich hätte lieber auf Spanisch mit Untertiteln gesehen, aber da sind dann, so auch wirklich, wo ich mir an den Kopf greife, so diese Sprüche wie, irgendwie seit Tagen ist schon Chaos, Strom ist weg, Internet weg, der Mann steht blutverschmiert vor der Haustür und sagt der Frau, sie soll nicht die Tür aufmachen, sie könnte sich infizieren und sie infizieren? Mit was? Ich dann echt schon gedacht, so, oh nee, Leute, das muss doch nicht sein. Also das war halt wirklich unfreiwillig komisch durch die Synchro. Und da gibt es ein paar so Momente, wo ich mir denke, ach so blöd kann doch jetzt keiner labern. Diese Momente können einen wirklich
rausreißen, wenn man sich an Logikfehlern aufhängt. Da gibt es jetzt auch nicht wenige. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, manchmal verhalten sich die Menschen ein bisschen doof oder reden doofes Zeug daher. Vielleicht ist die Synchro oder Übersetzung schuld daran. Möchte ich nur sagen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da hat man wohl auch nicht viel Geld investiert für die Synchro. Deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte den lieber beim Fantasy Filmfest gesehen. Da hätte man das im O-Ton mit englischen Untertiteln. Richtig. So. Da hätte die Atmosphäre vielleicht noch mal so eine Spur gesteigert werden können. Richtig. So waren die Bilder authentisch, alles war authentisch und dann ist es so, ja, da hätte der Telehorst das intensiver nachsynchronisieren können. Ja. Sag ich so. Könnte gut sein. Gut, dann wollen wir doch schon mal zur Bewertung schreiten. Wie viel Spritzen von 5 würdest du dem Film denn geben? Wenn ich aus Venezuela kommen würde, wäre es eine 3,5. Aber. Musst du aber nicht. Genau, deswegen für mich ist es ein grundsolider Zombie-Film. Es ist ein Wunder, dass er existiert, dass er unter den Berücksichtigungen wirklich so grundsolide geworden ist. Aber wir alle haben schon Besseres gesehen. Aber eben, wenn du das zusammen mit so einem ganzen Haufen Zombie-Filme schmeißt und mit Kumpels schauen würdest, dann würdest du doch den einen oder anderen vorher greifen und den wirklich, wenn du all die guten Klassiker schon abgearbeitet hast, deswegen nur eine 3 von 5. Alles klar. Ich schließe mich dem an. Ich gebe ihm auch eine 3. Solides Werk. Leider ein bisschen das Dampfhammer Happy End hat mich auch wieder ein bisschen gestört, aber es sei mal verziehen. Die Synchro, wie gesagt, wird Vorsicht zu genießen. Am besten im Original anschauen, wenn es möglich ist, wenn man dann mit Untertiteln kein Problem hat. Aber sonst ordentliche Infektionskost mit den tollwütigen Randalierern, sag ich mal. Und für Endzeit-Fans und eben Zombie-Fans, auch wenn es Rennende sind, durchaus ein Blick wert. Und ja, auch eben diese etwas exotische Kulisse ist doch ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb der Film ja durchaus ein Blick wert ist für eben Fans. Nur so für den geneigten Durchschnittszuschauer, der jetzt vielleicht dann auch schon, also 28 Days Later war schon ein deutlich besserer Film, muss man schon so sagen, auch Train to Busan, einfach deutlich, deutlich bessere Filme. Der Film ist aber auch schöner Videoabendkost, den man als, wie gesagt, so Genre-Fan absolut gut weggucken kann. Oder eben für Leute, die nach Corona immer noch nicht genug haben von solchen Thrillern. Richtig, da kommen die, schießen ja jetzt wieder, ich habe jetzt gelesen, es gibt wieder einen neuen Film, der ist Contamination, von den Typen, die auch Pandemie gemacht haben, also die Titel bleiben auch immer ähnlich. Naja, wie gesagt, wenn man in diesen Zeiten kein Problem hat mit solchen Endzeit-solchen Filmen, dann ja, könnt ihr einen guten Videoabend damit verbringen. Gut, hast du noch was zu sagen zu dem Film? Zu dem Film nicht, aber ihr könnt euch schon mal auf eine Kritik zu Zack Snyders Dawn of the Dead freuen. Die kommt ja demnächst auch und eben Zack Snyders neuer Zombie-Film, der dann irgendwann auf Netflix rausgehauen wird. Deswegen war dieser Zeitpunkt der Veröffentlichung gar nicht mal so verkehrt. Bevor man den gegen den antreten lässt, lieber noch mal ein bisschen drauf heiß machen. Okay, ja gerne. Ja, freut euch drauf. Mehr Zombie-Rezessionen demnächst hier wieder beim Telestammtisch, wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet. Wir machen das ja so ehrenamtlich, dann könnt ihr gerne auf die passenden Links dazu klicken. Jeder Cent, jeder Euro würde uns freuen und helfen, unsere Infrastruktur weiterhin aufrechtzuerhalten, damit es nicht so endet wie nach einer Zombie-Apokalypse bei uns. Also dann, viel Spaß beim Gucken und bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist wieder der Telestammtisch mit einer neuen Review zu einer Dokumentation. Mein Name ist Steven von Steven Spoilberg und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe noch zwei Mitstreiter bzw. eine Mitstreiterin dabei und sage zum einen Hallo liebe, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, nicht unhöflich, Herr Hobel. Auch ein langer Name. Eva, ja, wie kann ich das nur vergessen? Hallo, liebe Eva. Hallo, zurück auch. Trotzdem. Das ist sehr lieb, dass du mir das jetzt nochmal verzeihst, aber zumindest konnte ich mir Piet merken. Hallo, lieber Piet. Hi, hallo. Gut, dass wir den Namen andersrum geklärt haben, sonst hätte ich jetzt auch eine Frage gehabt, innerlich, aber nicht ausgesprochen. Ja,
Ja, wir haben jetzt alle Namensunklarheiten beseitigt und da denke ich, können wir doch starten. Es geht um den Film Das Fieber, der Kampf gegen Malaria. Wie gesagt, ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2019 von Katharina Weingärtner. Der Streaming-Start ist der 25.04.2021 und es ist eine deutsch-österreichisch-schweizerische Koproduktion aus dem Jahre 2019 und geht 99 Minuten. Und bevor ich jetzt das Zepter an Eva herüberschwinge, habe ich natürlich vergessen zu sagen, dass wir ein Community-finanzierter Podcast sind. Wenn euch also gefällt, was wir hier machen, dann schaut doch mal in die Infobox. Dort findet ihr alles Wichtige, um vielleicht mal den ein oder anderen Rubel zu uns rüberzuschieben. Das wäre total cool. Jetzt aber zu dir, liebe Eva. Sag uns doch mal, worum geht's denn eigentlich in dem Film? Ja, also es geht um Malaria, wie der Name schon verrät oben. Ja, es ist eine Reise durch Mittelostafrika, also die überhaupt betroffenen Zonen in Afrika, wo alle 60 Sekunden ein Kind stirbt an Malaria. Und es geht um die medizinische Versorgung, die in dem Land stattfindet, beziehungsweise nicht stattfindet, und die Politisierung der medizinischen Versorgung, beziehungsweise auch die finanziellen Probleme, die einfach die medizinische Versorgung auch mit sehr schlecht ausfallen lassen der einzelnen Familien, und die Hintergründe, also bis zur Kolonialisierung, also die Ursprünge, wie die Malaria sich ausbreiten konnte, wie das alles mit reinspielt und was für einen Einfluss die WHO da auch hat, irgendwie großen Pharma- und pharmazeutischen Firmen. Und genau, also die ganzen Zusammenhänge und Einblicke in private Schicksale und aber auch das größere Ganze. So kann man das zusammenfassen. Alles klar, vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung. Dann starten wir doch einfach mal. Und ich mache das bei Dokus immer ganz gerne, so zu fragen, wie ihr das empfunden habt. Hier gibt es keinen Sprecher, der durch die Doku führt. Hat euch das gestört? Und zum anderen direkt damit verbunden, wie ist der Einstieg in die Doku? Wurdet ihr direkt reingesogen? Das ist ja auch immer, finde ich, ganz wichtig, dass man direkt so einen Anker hat, der einen gut in das Thema einführt und einen auch so ein bisschen durch den Film führt. Und machen es ja auch, so wie immer, Ladies first. Eva, was sagst du dazu? Ich habe schon gut reingefunden. Also es geht ja los mit einem persönlichen Schicksal, beziehungsweise so einem Massenschicksal, wo eine Mutter erzählt, wie ihr Kind gestorben ist an Malaria und dass es eben auch sehr schnell geht und dass sie eigentlich hilflos war. Und ich habe schon gut reingefunden, sagen wir so. Es waren viele Informationen ganz allgemein, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Und wie hast du das mit dem nicht vorhandenen Sprecher empfunden? Gut, also ungewohnt, aber das ist vielleicht keine Doku, die, also wie die meisten Dokus, man lässt sich jetzt nicht berieseln, man muss halt mitlesen in dem Fall. Es gibt dann immer, werden immer Texte, Sätze eingeblendet. Hm. Und das ist ziemlich inhaltsreich, also ziemlich informativ, fand ich. Das ist nicht in allen Dokus so, also nicht in vielen. Und das fand ich aber eigentlich angenehm. Also man schaut ja eigentlich eine Doku, um über das Thema was zu erfahren. Und wenn man dann offen ist und nicht total wenn man nicht im Halbschlaf davor sitzt, dann ist das ja durchaus möglich. Und ich fand es auch sehr schnell einfach sehr interessant. Ich konnte mir am Anfang jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen, Malaria, wo die Regisseurin den Schwerpunkt drauf setzen wird. Ja, also du hast ja gesagt, es wird mit einem persönlichen Schicksal sozusagen gestartet. Das zieht einen natürlich direkt rein. Und dadurch, dass ja auch die Thematik, ich sag mal, ja, selbstredend ist, auch durch die Bilder, die man da so sieht, braucht man, finde ich, tatsächlich auch nicht jemanden, der einen an die Hand nimmt und einen nochmal alles klein irgendwie erklärt, so kleinteilig. Von daher hat mich das persönlich auch nicht gestört. Pete, wie hast du das empfunden und wie bist du in die Doku reingekommen? Ja, also ich fand, die Doku war auf jeden Fall relativ langsam und eher ruhig inszeniert, lebt sehr stark von ihren Bildern. Also das heißt, wir haben ja natürlich keinen Sprecher und deswegen sehen wir häufig einfach Figuren, die irgendwie handeln, irgendwie ihren Alltag bestreiten. Aber insgesamt finde ich, dass die Doku nicht so sehr auf die Einzelschicksale drauf eingeht und auf das
das, was in Afrika einfach schlecht läuft, diese ganze schlechte Infrastruktur und so, das stellt sie nicht so sehr in den Fokus, sondern sie stellt eher meiner Meinung nach das große Ganze in den Fokus, diese großen internationalen Probleme, die auch damit zusammenhängen. Und Malaria an sich, da ist die Doku sich auch bewusst, ist ein riesiges Thema, wo man auch weit über die 100 Minuten hinaus Informationen hätte verbreiten können. Aber ich finde, dass die Doku es schön gemacht hat. Sie ist nicht zu überladen an Informationen. Das heißt, wir haben auch manchmal mehrere Minuten, wo wir nur Bilder sehen, ohne jetzt wirklichen Inhalt. Und ist nicht so dicht vollgepackt. Und ich glaube, dass man so mehr daraus mitnehmen kann, als wenn sie jetzt extrem inhaltsreich wäre. Also ich finde, sie hat dann eine gute Mischung geschafft. Also ich finde auch, sie hat das sehr eindrücklich geschildert, wie das halt vor Ort so abläuft. Also man sieht halt sehr viel aus den betroffenen afrikanischen Staaten, also vor allem aus Uganda, wo es ja wohl ja im Viktoriasee sich ursprünglich mal gebildet hat. Das sind also sehr viele interessante Infos, die ich selbst auch nicht kannte. Und ich fand auch, man hat wirklich sehr, sehr viel über das Thema gelernt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es da noch sehr viel auch drumherum gibt. Eva, wie fandest du das? Du hast ja eben schon mal angedeutet, dass da wirklich viel drin war, was man mitnehmen konnte. Konntest du auch richtig gut was lernen zu dem Thema? Ja, doch, ich habe gut aufgepasst. Und nee, wirklich, also ich habe sogar dann die erste Hälfte nochmal geguckt, einfach aus Interesse. Und ich fand die Bilder eben auch sehr gut eingesetzt. Also ich fand, dass dann richtig eindringlich klar wurde, was das eigentlich bedeutet, was man gerade gehört hat. Also dass das auch eben nicht nur eine Berieselung war, sondern tatsächlich, also abgesehen davon, dass es jetzt ironischerweise auch sehr schöne Bilder waren, zum Teil einfach hat man kapiert, worum es geht, also die Zusammenhänge und die Größenordnung und was jetzt eben Pete auch gesagt hat, dass es geht so vom Persönlichen ins Große, also es weitet sich aus, die Thematik, das fand ich auch sehr gut gemacht. Also insgesamt fand ich halt, ja, dass es neben den ganzen Infos und dem großen Ganzen, was man so mitbekommt, halt auch sehr bedrückend schon war, ne? Also man guckt sich das an und fragt sich halt einfach, warum ist das so? Weil die Lösung eigentlich so einfach wäre. Ne? Also es wird ja auch ganz klar und deutlich herausgearbeitet, dass Malaria heilbar ist. Ne? Wenn man halt die richtigen Medikamente oder halt auch dieses Heilkraut, was ja hier auch eine große Rolle spielt und was ja, wo der ganze Hintergrund ja gut beleuchtet wird, und ich habe mich dann halt auch immer gefragt, naja, ist das vielleicht alles auch so ein bisschen Hokuspokus, so, weil ja auch vielen Naturheilkunde dort so im Fokus noch steht, aber ich fand es dann halt auch gut, dass dann später gesagt wurde, dass da halt auch klinische Studien nach dem Goldstandard halt durchgeführt haben, um halt wirklich zu schauen, ob das auch so ist. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, wie es hier dargestellt wurde, dann ist das ja irgendwie so für uns hier, ich meine, wir sind so im gemachten Nest, bei uns ist alles toll und wir fragen uns, wenn man sowas sieht, wie kann das sein? Ja, und da sind halt diese ganzen Verstrickungen aus Politik und Wirtschaft, die sind dann da wirklich ganz schön erschreckend. Also das hat mich wirklich richtig bedrückt. Ja, und ich glaube, das ist bei diesem Thema irgendwo auch wichtig. Pete, wie siehst du das? Ja, ich finde auch, die Doku ist wirklich sehr nah an den Menschen dran. Also die Regisseurin, habe ich gelesen, hat 5 Jahre von 2014 bis 2019 an dieser Doku gearbeitet, ist da durch Afrika gereist und hat damit wirklich es geschafft, ein ganzheitliches Bild von Malaria, von dieser Krankheit zu schaffen. Und naja, also ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht insofern, als dass sie auf der einen Seite zuerst im Einstieg die Menschen darstellt und dann aber auch immer mehr zu Menschen hingeht, die wirklich selbstbestimmt, stark und souverän auftreten und damit im Prinzip nicht mehr dieses Bild von Afrika vermittelt als dieses zurückgebliebene, schwache Land oder schwache Kontinent, sondern wirklich sich auf starke Figuren fokussiert, die etwas Besonderes schaffen oder versuchen, Änderungen zu bewirken und einfach von der westlichen Welt oder von unserer Welt hier, sage ich mal, daran gehindert werden und es einfach international gar keine Unterstützung dafür gibt, wirklich zu helfen,
weil kein finanzieller Nutzen da ist. Hm. Ja, ich fand es eben auch krass, also wie tatsächlich von Afrika einfach von allen Seiten ausgebeutet wird und dann so pseudomäßig geholfen wird und jetzt auch mit der Gates-Stiftung oder so, dass das eigentlich alles mehr oder weniger nach hinten losgeht und ja, wie du jetzt auch gerade eben schon gesagt hast, das ist wirklich Wahnsinn und das war mir zum Beispiel auch gar nicht so klar, wie, welche Ausmaße Malaria hat, also weil wir so privilegiert sind einfach und natürlich, hier stirbt niemand an Malaria, aber wir schmeißen uns halt die Medikamente ein, die dort einfach dann auch erstmal gar nicht verfügbar sind oder falsch gehandhabt werden. Oder teuer sind. Ja, oder also wo die Bevölkerung, kann man schon so sagen, verarscht wird einfach auch. Hm. Und wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich für einen Schaden anrichtet. Also nicht nur, wie es zu der Krankheit kam, sondern ja, auch so ein finanzieller Schaden und wie die Gesellschaft eben daran gehindert wird, sich selbst zu helfen und wie Afrika da einfach geschwächt wird von allen Seiten. Und weil man ja auch mal sagt, ja gut, die westlichen Länder helfen ja da auch und so. Und es ist halt einfach krass. Also es, ja, auf jeden Fall sind es Wahnsinnseinblicke und ich fand es unglaublich wichtig. Ja, es ist halt einfach nicht so, dass geholfen wird. Ich finde, das sieht man auch gerade schön. Eben so. Genau, an dieser Pandemie, die wir haben, an dieser Covid-19-Pandemie, sieht man das ganz schön, dass man da Parallelen ziehen kann. Die Pandemie bedroht die ganze Welt und deswegen muss was getan werden, weil da extrem viel Wirtschaftliches dranhängt. Und solange diese Malaria-Epidemie aber nur auf diese paar Länder in Afrika bleibt, besteht kein finanzieller Nutzen. Und eher ist es noch so, dass die Pharmakonzerne Druck ausüben können, weil sie so weiter Geld machen können da mit dem Leid der Menschen. Und das ist einfach wirklich hart zu sehen und man macht sich da schon selbst irgendwie so gewisse Vorwürfe als Mensch hier aus Mitteleuropa, der ein gutes Leben führen kann und den das gar nicht so betrifft. Ja, man sagt ja immer so ein bisschen überspitzt und da ist natürlich auch viel Wahres dran, dass der Wohlstand des Westens auf der Ausbeutung der Drittländer beruht. Und ich denke, dieser Film, der zeigt das halt sehr eindrücklich oder zumindest eine Facette davon, weil die Lösungen halt auch teilweise so einfach wären. Also man sieht das ja auch mit diesem Bakterium, was die dort streuen, ne, womit die Larven aufgefressen werden. Das ist halt eine super einfache Lösung, aber da gibt es dann auch wieder Verstrickungen mit der Industrie oder es gibt irgendwelche Lizenzen, die nicht erteilt werden. Also manchmal sind das auch so völlig absurde Dinge, wo man so sagt, hä, wo ist denn jetzt das Problem? Oder die WHO kann keine Lizenz verteilen. Also manchmal muss man sich da schon wirklich irgendwie am Kopf kratzen und das ist das, was mich auch irgendwie so sauer macht. Und auch das, was du gesagt hast, Pete, dass man sich selbst dann irgendwie so ein bisschen hinterfragt und ich versuche halt auch schon generell viel ja an Dingen halt mich einzuschränken und zu gucken, was ist halt wirklich nützlich, was brauche ich halt wirklich, um sowas halt auch nicht zwingend zu unterstützen, aber es ist ja praktisch nicht möglich, sozusagen bürdefrei hier zu leben, ist halt einfach nicht machbar und das ist halt das, was einen irgendwie letzten Endes dann auch so bedrückt. Ja, genau, das ist ja auch das Problem. Auch wenn man spendet oder irgendwas in Hilfsfonds steckt und versucht, die Menschen dort zu unterstützen, es kommt einfach nicht alles an. Das wird ja da auch mehrmals thematisiert, dass das Geld am Ende nicht dort landet, wo es eigentlich hin soll und vor allem nicht dem Ziel hilft, dem es eigentlich helfen soll, nämlich den Menschen. Ja, aber jetzt mal ein kleiner Lifehack von mir eingestreut. Ich habe mich nämlich mal damit auseinandergesetzt, was so die besten Spendemöglichkeiten sind. Und da habe ich rausbekommen, dass das Beste, was man machen kann, tatsächlich ist, für solche Netze zu spenden. Weil das die effektivsten Maßnahmen sind, um Leben tatsächlich zu retten. Auch wenn hier natürlich dieser Aspekt aufgeworfen wird, dass natürlich vor allem die Arbeiter, die herstellen, da mit diesem Insektizid extreme gesundheitliche Probleme haben. Das ist natürlich auch wieder eine Schattenseite davon, aber für das Retten des Lebens an sich ist das tatsächlich sozusagen, also ich drücke das jetzt mal ein bisschen kapitalistisch oder marktwirtschaftlich aus, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man halt gut spenden möchte. Ja. Ja,
Ansonsten würde ich jetzt nochmal fragen, wir haben ja jetzt super viel Interessantes und Gutes über die Doku erzählt. Gab es irgendetwas, was euch nicht so gefallen hat? Und ich kann ja mal direkt einsteigen mit einer kleinen Sache, die ich mir gewünscht hätte, weil zum Beispiel, und das wurde ja jetzt ja auch schon angesprochen, zum einen die Bill Gates Foundation kritisiert wird, aber auch die WHO, diese aber selbst überhaupt gar nicht zu Wort kommen. Also da hätte ich mich halt einfach drüber gefreut, wenn das halt irgendwo gemacht worden wäre. Man kann natürlich sagen, ja, braucht man nicht, weil die Sachlage ist ja klar, aber wenn sie so klar ist, dann kann man sie ja zu Wort kommen lassen und die Worte dann selbst für sich sprechen lassen, ne? Also oft wird ja dann auch so ein bisschen rumgedruckst oder das irgendwie so ausgedrückt, dass man sich dann halt ausmalen kann, was gemeint ist. Aber das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Es war jetzt recht einseitig, was vielleicht für das Thema auch eine gewisse Wichtigkeit hat oder beziehungsweise ja, Relevanz, das vielleicht so zu machen, aber so ein bisschen hätte ich mir das gewünscht tatsächlich. Eva, was sagst du? Ich kriege halt auch oft in Themen so oder in anderen Dokus dann mit, wie dann irgendwelche Firmenbosse sich halt nicht äußern wollen. Also das kommt genau. Halt oft. Ja, ja, ja. Vielleicht war es ja in dem Fall so, aber man weiß es halt nicht. Weil das hätte ja auch nochmal positiv für die Doku gesprochen. Hätte man jetzt gesagt, hier, man hat eine Anfrage an die WHO gestellt und die wollen sich halt nicht äußern, ja, dann sieht's halt natürlich tatsächlich scheiße aus für die WHO. Und an der einen Stelle wird ja auch gesagt, dass die WHO gar nicht so das große Problem wäre. Das sagt, glaube ich, auch dieser Wissenschaftler, der von der Studie gesprochen hat. Der hat gesagt, dass es halt vor allem an den Pharmafirmen liegt. Ja, und da wäre es ja dann schon mal interessant gewesen, auch die Sicht der WHO zu hören, weil die kommt insgesamt jetzt tatsächlich sehr schlecht weg. Und ich kenne mich einfach zu wenig damit aus, um das einzuschätzen. Ne? Das ist bei so einer Doku natürlich immer das Problem, wenn man selbst nicht vom Fach ist, auch die Infos einzuschätzen, die man bekommt. Ja, es liegt halt zum einen tatsächlich an Einzelnen und Entscheidern und irgendwelchen Gesetzeslagen, die vielleicht leicht zu ändern wären. Aber jeder ist ja verstrickt auch in diese, ja, in diesen finanziellen Druck, in die Konkurrenz, in das Bestehen. Und was ich sehr gut fand, auch, also das klingt so als System, also einfach das, ja, so läuft's. Einfach. Also allein, was ich sehr gut fand, diesen Fabrikvergleich, wie das Medikament produziert wird. Also in Afrika diese simple Fabrik und dann diese Wahnsinnsproduktionsmittel, die man hat in der Schweiz. Also eine komplett andere Welt und wo halt auch keine Arbeiter gebraucht werden. Ich meine, natürlich ist das tausendfach billiger. Also so dieses ganz simple, klassische Marx-Ding, ja, wo ist das Geld, wo sind die Produktionsmittel und dann produzieren wir das billig einfach. Und aber natürlich ist es dann nochmal billiger, das einzuführen, aber dann und steuerfrei, dann ja, das Geld bleibt halt im Westen einfach. Also das, da kann einem echt der Hut hochgehen, aber ja, es ist so eine Mischung, wo einfach auch keiner rauskommt aus dieser Gesetzeslage oder aus den marktwirtschaftlichen Gesetzen einfach. Ja. Pete, willst du da noch was anfügen? Ja. Hast du da noch Gedanken zu? Ja, also ich glaube, ich kann dir zustimmen, dass es schon recht einseitig ist. Aber für mich hat eher so überwogen, dass die Doku als das, was sie dann da doch zeigt, eher funktioniert, als dass mir was gefehlt hat. Ich glaube auch, wenn... Und überzeugend auch, ne? Genau, ich glaube, dass wenn noch mehr drin gewesen wäre, hätte man die auch auf 3 oder 4 Stunden strecken können über mehrere Teile. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde gerne noch mehr über das Thema erfahren, auch von der anderen Seite beleuchtet. Aber für die 100 Minuten war das schon wirklich gut an Informationen und da hätte ich nicht noch mehr gebraucht eigentlich. Ja, stimmt. Und es waren ja auch so viele Argumente drin, dass jetzt, also selbst wenn jetzt eins nicht ganz stichhaltig belegt ist, die anderen, dann überzeugen einen die anderen. Also dass es einfach schief läuft und eine krasse Schieflage ist. Und ja, also ich fand jetzt auch, das war ja immer nicht nur so behauptet, sondern es war ja auch erklärt oder versucht zu erklären, die Zusammenhänge und wo jetzt auch ein einzelner Mensch gar nicht dafür einstehen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also da muss man sich tatsächlich dann mehr in Umstände und wirtschaftliche Zusammenhänge vielleicht einlesen, um das selber nachvollziehen zu können, was oder dass es eben so läuft und richtig ist oder richtig die Behauptung richtig sind, die in der Doku gemacht wurden. So habe ich es wahrgenommen. Also stimmt schon, man hätte noch an einer anderen Stelle noch was einfügen können, dass irgendjemand sich äußert, aber ich tendiere jetzt auch eher dazu, dass man es eigentlich gar nicht so braucht, eben weil es
schon relativ facettenreich eben ist. Tja, also ihr merkt, liebe Zuhörer, ein sehr komplexes und auch interessantes Thema. Wir konnten super viel mitnehmen und reden deshalb auch schon ganze 20 Minuten darüber. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Deshalb würde ich euch jetzt bitten, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was ihr von der Doku haltet in 2, 3 Sätzen und dann eine Empfehlung raushauen oder auch nicht, falls ihr das nicht machen wollt. Aber ich glaube, das Ergebnis wird eindeutig sein. Und dann verteilen wir hier einfach nochmal 0 bis 5 Sterne für diese Doku. Liebe Eva. Ja, also ich empfehle die Doku sehr, auch wenn man jetzt erstmal denkt, hey, was Malaria. Also es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um Malaria. Es, wie wir schon gesagt haben, es hängt halt wahnsinnig viel dran. Kommt natürlich jetzt nicht im Kino irgendwie, sondern eher dann wahrscheinlich auf DVD. Am 25.06. ist geplant, dass es rauskommt. Mich würde interessieren, was tatsächlich die Doku auch für Preise bekommt. Und ich fände es super, wenn sie diese bekommt und mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall ihr zuteil wird. Und ja, eine ganz starke Empfehlung. Und ich habe wirklich lange nicht mehr so eine informative Doku gesehen. Also genau. Ich würde jetzt mal, ich neige immer schon eher zur Begeisterung bei so Sachen, wenn ich dann was. Also ich, ja, schon, ja, 4,9 Sterne von 5. Okay, das ist sehr eindeutig. Ich muss aber, glaube ich, nochmal verbessern. Zumindest ist das meine Info. 25.04. wäre der Streaming-Start. Kino-Start. Ah, okay. VD 25.06. Okay, dann unterscheidet sich das. Also Streaming-Start ist schon ein bisschen eher. Aber okay, gut. Ja. Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Dann, Pete, was sagst du? Ja, also ich muss auch sagen, mir hat die Doku wirklich gut gefallen. Erzählt in 100 Minuten alles, was man zu dem Thema wissen muss erstmal. Es ist natürlich relativ einseitig, so die andere Perspektive hat ein bisschen gefehlt, aber was überwiegt, sind auf jeden Fall das selbstbestimmte, starke und souveräne Figuren auftreten, was man jetzt von diesen oberflächlichen Dokumentationen, die man häufig über Afrika schaut, sonst nicht so oft sieht. Und insgesamt finde ich auch, ist das ein großes Thema, was die Doku auch deutlich macht. Sie greift auch die WHO und die Gates Foundation an. Also sie ist auf jeden Fall, nimmt sich da viel vor und schafft das eigentlich auch da dazwischen immer noch was über die unsere einzelnen Figuren, in denen das Ganze so gezeigt wird, schön ruhig und langsam zu inszenieren. Und hat starke Bilder, hat mir gefallen, würde ich auch empfehlen. Ich wäre, glaube ich, bei 3,5 von 5 Punkten. Okay, ich brauche da eigentlich gar nicht mehr viel zu anfügen. Im Grunde genommen habt ihr alles Wichtige gesagt. Meine Kritik habe ich ja vorhin mit anklingen lassen. Ich hätte mir da zumindest von den großen Organisationen auch nochmal ein Statement gewünscht. Ansonsten ist das rundum gelungen, nimmt ein von Anfang bis Ende mit, im Sinne von wirklich guter Information, die rübergebracht wird und die das Thema Malaria gut abrundet, wie du auch schon gesagt hast, Pete. Und deshalb von mir 4,5 von 5 Sternen. Also ich bin da heute, habe heute mal die Spendierhosen an, aber ich finde, das hat die Doku auch tatsächlich verdient. Ja, da würde ich sagen, sind wir gut durchgekommen. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen die Doku schmackhaft machen. Und ich bedanke mich bei Eva und bei Pete für eure Stimmen zu dem Film. Danke. Euch auch. Jo. Und frohe Ostern und so. Ja, wenn das hier rauskommt, ist Ostern wahrscheinlich schon vorbei. Das ist jetzt fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Irgendwas kommt. Sehr gut. Also dann, tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem sportlichen Highlight hier beim Telestammtisch. Es treten an Team Spätzle mit Soße. Ja, grüß dich Gott. Versus Team Saumagen. Mosche. Härter als Football, krasser als die UFC. Hier geht es heute um Dodgeball, einen Film aus dem Jahre 2004 mit einer Lauflänge von 92 Minuten, einer FSK ab 6, mit den Herren Stiller, Vaughn und die gute Kristin Taylor
spielt auch noch mit. Die Regie führte Rawson Marshall, oh Gott, Thörpner. Der Film erscheint, ne? Ja, so Thörper oder Thörpner oder so. Thörper. Thörper. Der Film erscheint am 9.4. auf Star, dem Erwachsenenkanal von Disney+. Was Autowaschen, SM-Kleidung, David Hasselhoff und Chuck Norris damit zu tun haben, das erklärt euch Spätzle mit Soße. Ich soll das erst erklären, was es damit zu tun hat. Okay. So, die Inhaltsangabe weiter. Ja, ich weiß schon, was du gemeint hast. Also, was David Hasselhoff mit Sadomaso-Kleidung und nein. Also, es geht in dem Film um zwei Herren, die jeweils ein Fitnessstudio betreiben. Auf der einen Seite ist dieser Unsympath, der Fitnessnarr White Goodman, der ein erfolgreiches, modernes Fitnessstudio-Kettensystem oder Kette betreibt. Und auf der anderen Seite ist der Peter LaFleur, ein sehr gemütlicher, sage ich mal, der so ein altes, herkömmliches Fitnessstudio betreibt und das auf den Namen Average Joe's hört. Und auf der einen Seite ist halt, wie gesagt, unser Unsympath, der halt so total narrisch drauf ist, alles, die ganze Welt zu verfitnessen, weil er selber mal sehr korpulent war. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dieser Peter, der halt sehr locker damit umgeht. Dieses Lockere ist aber auf der anderen Seite ein sehr, ich sag mal, sein Bankrott, weil er nämlich vergessen hat, seine Schulden zu zahlen. Diese Schulden betragen mittlerweile $50.000 und juhu, just in dem Moment veranstaltet eine Organisation, ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißt, ja, so eine Dodgeball-Organisation, ein Wettkampf, in dem man $50.000 gewinnen kann. So ein Zufall. Und die Betreiber bzw. die Mitglieder von Average Joe's denken sich, ja, komm, wir versuchen uns das hier zu erobern, dieses Preisgeld, damit wir unser Fitnessstudio retten können und dass dieses nicht aufgekauft wird von Globo Gym, also diesem anderen Fitnessstudio von White Goodman. Das ist so die Grundgeschichte. Genau, aber Owen Wilson gesagt, dass er mitspielt. Ne, der spielt diesmal nicht mit. Nein, egal. Okay, gut, dann die natürlich wichtigste Frage überhaupt. Warst du gut im Völkerball? Ich war früher sehr gut im Völkerball. Tatsächlich, wenn man mich heute sehen würde, würde man dann denken, dass ich als Jugendlicher sehr sportlich war. Aber ich habe tatsächlich als Jugendlicher 40 Kilo weniger gewogen bei meiner Größe und war sehr gut in Sport. Also Basketball, Völkerball, Fußball, okay. Das war jetzt nicht so mein Sport, aber Basketball und Völkerball war ich immer gut da dran, ja. Also bist du eine Maschine. Okay. Gut. Ich bin der Schwabenterminator. Der Schwabenterminator, oh mein Gott. Ja, dann, ich meine, der Film dürfte ja hinreichend bekannt sein. Was hältst du von dieser Combo? Weil ich meine, die Jungs hier, Stiller, Vaughn, haben ja auch mehrere Filme zusammen gemacht. Ist es so deine Art von Humor oder kannst du da eher wenig mit anfangen? Sagen wir mal so, damals, 2004, war das so mein Humor. Also da konnte ich mich köstlich amüsieren, auch wenn sie diese einzelnen Klischees bedient haben, wie zum Beispiel die Deutschen, die Blitzkrieg heißen. Die Blitzkrieg. Genau. Die unter anderem trainiert werden halt von David Hasselhoff oder die David Hasselhoff anbeten und die dann nach dem Verlust oder das verlorene Match dann noch voll einen auf den Deckel bekommen von David Hasselhoff in diesem typischsten Deutsch, wie man es in amerikanischen Filmen dargestellt bekommt, so richtig rund gemacht werden. Da konnte ich halt schon damals richtig gut lachen. Ich sag mal, mittlerweile sind 17 Jahre vergangen. Ich finde ihn immer noch lustig, aber ich kann nicht mehr so herzhaft lachen wie damals. Das muss man schon sagen. Ja, wo wir gerade schon dabei sind mit diesen Klischees bedient. Es gibt ja dann noch diese Hip-Hopper, diese Chinesen, wo dann diese Kampftechnik mit diesen Windeln. Ach, Sumo. Ja, Sumo-Ringer. Dann, was war noch da? Die Holzhacker waren noch dabei. Ach, die Holzhacker, das waren genau. Die Kanadier. Richtig. Und, die Pfadfinderin. Und die Ja gut, die sind ja in den Ausscheidungsdingern. Also glaube ich am Anfang dabei, wo sie sagen, dass die eine Tussi gedopt war, die riesig ist und hat einen Bart und so. Ach Gott, also ich muss sagen, ich feiere diese Kombos immer.
Ich finde, die haben so gute Komödien rausgebracht, wo ich auch immer noch herzhaft drüber lachen kann. Also angefangen wirklich von Hochzeitscrasher bis Starsky und Hutch, wo ich auch jedes Mal wirklich auf dem Boden liege vor Lachen. Der Humor ist ja, also ist schon so, ist eine gute Mischung zwischen derb und fein. Mhm. Aber es ist halt auch wirklich, es tut auch keinem irgendwie weh. Also es wird keiner extremst beleidigt oder runtergeputzt. Es gibt immer ein Happy End. Natürlich kriegt auch der Böse das, was er verdient, aber es ist nie wirklich so bösartig, wie man es heute als mal so zwischendrin hat, wo auf irgendwelche Klischees so dermaßen rumgehackt wird, sondern ja, es ist eher so eine Mischung, ja, schon ein bisschen harmlos. Genau, das ist ja das, was ich meine. Es werden zwar diese Klischees bedient mit hier diese Hip-Hopper, diese Chinesen, wo halt die Kampftechnik unter uns so haben, aber es wird nie wirklich drauf rumgeritten, weißt du? Mhm. So wie ich vorhin auch gemeint hatte mit diesen Deutschen, die halt Blitzkrieg heißen. Also ich habe mich da jetzt persönlich als Deutscher nicht angegriffen gefühlt. Im Gegenteil, ich fand es lustig, weil wo die reinmarschiert kommen in die Arena, sind es halt nicht so Lauchs, weil waren schon so, so richtige bärige Männer, wo da reingekommen sind. Und also ich habe mich da jetzt nicht angegriffen gefühlt oder sowas. Und das macht diese Komödien, wie du schon sagst, oder diese Komödien von diesem Ensemble eigentlich immer recht gut, dass sie zwar mit Klischees spielen, aber nie jemanden beleidigen in dem Sinne. Stimmt. Hast du eine Lieblingsszene? Eine Lieblingsszene finde ich eigentlich in der Bar, wo sich hier unser Ben Stiller, White Goodman heißt er in dem Film, genau, vorstellt, dass er jetzt auch eine Dodgeball-Mannschaft hat und sagt hier, ich habe Plate, ich habe Laser. Und dann kommt diese russische Frau mit diesen zusammengewachsenen Augenbrauen und diesen schiefen Zähnen und ich weiß gar nicht, wie heißt die nochmal? Olga Orgolenkodowitsch oder ja, sowas. So irgendwas. Ah, die fand ich stark, weil da habe ich so lachen müssen, weil man kennt diese Schauspielerin aus anderen Filmen, aber da hätten sie halt total verunstaltet. Und da lese ich es gerade. Fran Stalinowskoswitsch-Davidstovtschitski. Ich mag die Szene. Und dann wirft sie ja, weil er sagt, hier, zeig mal, was du kannst. Und sie wirft halt so einen Dodgeball an irgendeinem Typ, wo da in der Ecke steht, an den Kopf. Und er sagt nur, und das, was er ihre Schwache hat. Das ist so geil. Ach Gott, ja, nee, es stimmt. Es gibt, bei dem Film ist es schwer, eine Lieblingsszene rauszupicken, finde ich. Es gibt mehrere. Es gibt einmal das, wo sie tatsächlich diese SM-Kleidung da anziehen müssen, weil sie die Pakete verwechseln. Ja. Dann natürlich, klar, Team Blitzkrieg mit David Hasselhoff, der warum auch immer sächsisch spricht, was er im Original nicht tut, sondern wirklich deutsch. Mhm. Nur in der Synchro quatscht er auf einmal dann sächsisch. Richtig. Ja, natürlich halt auch die Trainingssachen und Justin Long, der dann bei diesem Trucker da Carwash spielen muss und der Typ sich die ganze Bauchnabel rumfummelt und denkt, oh geil, und der andere Kerl, das sind halt, ja, das sind so Sachen. Ich meine, dadurch, dass der nicht so lang geht, ist der wirklich teilweise voll mit richtig, richtig witzigen Szenen. Ja, ja. Also auch was halt dargeboten wird an Schauspielern, nicht nur David Hasselhoff sieht man hier oder Ben Stiller und Vince Vaughn, man sieht ja auch unter anderem Jason Bateman, der diesen Kommentator spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der aufgefallen ist, aber man sieht es eigentlich schon stark. Doch. Chuck Norris als hier von dieser, ach wie sagt man, Komitee-Mitglied. Mhm. Lance Armstrong hat einen Kurzauftritt. Also es sind schon einige dabei, wo man so vom Gesicht her kennt. Und Alan Tudyk ist auch dabei, als Steve der Pirat. Also Genau. Sehr cool. Da hätte man also natürlich auch noch Rip Torn als Patches O'Houlihan. Ja, richtig. Und nee, aber das haben sie ja wirklich sehr, sehr oft, also auch in Starsky und Hutch, was da an Leute so zwischendrin rumspringen und auch bei Hochzeitscrasher oder so, also die haben da wirklich alles irgendwie zusammengetrommelt und kriegen es jedes Mal hin, wirklich eine saugute, sauwitzige und super sympathische Mischung da rauszuhauen. Mhm. Deswegen ist das auch so eine der wirklich so, ja, den kannst du dir angucken und das ist so eine schöne Feel-Good-Ablachen und danach kannst du wieder in den Normalmodus umschalten. Ja. Wie gesagt, beim ersten Mal schauen wirkt er ganz anders da, wie wenn man 17 Jahre später nochmal schaut. Also, aber er ist immer noch lustig. Ich will jetzt irgendwie abstreiten, dass er nicht mehr lustig ist. Also ich habe immer noch gut lachen können oder ein paar Szenen, wo mir so rauskamen. Ja. Aber ich mag den.
Ich auch. Sollen wir dann gleich zum Fazit kommen? Fazit, ja, gerne, können wir machen. Was willst du nehmen? Da der Film Dodgeball heißt, hätte ich tatsächlich Dodgebälle genommen. Wir können aber auch auf den deutschen Titel einen Verweis nehmen und Nüsse verteilen. Wir können aber auch Schraubenschlüssel nehmen, weil wer einem Schraubenschlüssel ausweichen kann, der kann auch einen Dodgeball ausweichen. King! Nee, nimm mal Völkerbälle. Völkerbälle. Schieß los. Okay, also nach 17 Jahren macht der Film immer noch Spaß. Gerade jemand, wo den Film noch nicht geschaut hat und ihn vielleicht zum ersten Mal schaut, wird sehr gut unterhalten und also Lachgarantie ist definitiv dabei. Wenn man diesen Humor mag, natürlich, das ist immer so eine Sache. Man hat ja diese verschiedenen Geschmäcker. Ich allerdings bin immer noch sehr amüsiert, wenn ich ihn schaue. Ich mag die Leute, wo da drin sind und auch so Querverweise wie jetzt zum Beispiel David Hasselhoff als Deutscher. Ihr seid eine Schande. Und ich mag ihn einfach, den Film. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich bin tatsächlich, und ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber ich bin tatsächlich bei 3,5 Dodgebällen. Ich war mal bei 4, aber ich bin bei 3,5. Aber ich finde ihn wesentlich besser als Durchschnitt. Und gerade bei der Kürze, wo er hat, ist es halt ein Film, wo man schön weggucken kann. Und er hat eine After-Credit-Scene, das muss ich noch dazu sagen. Die muss man sich auf jeden Fall anschauen. Stimmt, ja. Ja, ja, ich gehe sogar noch weiter, ich gebe sogar 4. Gibst du 4? Bei mir funktioniert er immer noch wie beim, klar lache ich mich nicht mehr so kaputt wie beim ersten Mal, aber es gibt einfach Szenen, auch so diese Trainingsszenen, ja, von Schraubenschlüssel bis, wo sie den Kräftigen, der mit seiner Asiatin da rummacht, über der Highway treiben und der dann 5-mal von irgendeinem Auto angefahren wird, da kann ich mich einfach immer noch kaputt lachen. Da ist mein Humor einfach wirklich stehen geblieben. Ja, ist richtig. Und da kann ich mich immer noch amüsieren. Gagdichte ist vorhanden. Ja, der macht einfach Spaß. Ja. Und ja, ne, da gebe ich 4 Dodgebälle. Okay, ich bleib trotzdem bei meinen 3,5. Okay. Ist notiert. Gut, dann wäre es das eigentlich schon. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.